Ja? Hier ist doch keiner. Was willst du denn? Kannst wieder aufstehen. Alles gut. Hast du mal eine Sekunde? Fühlst du dich jetzt besser, wo du aus der Zelle raus bist? Ja. Was ist denn? Wir haben Kampfmusik. Der verhält sich, als ob hier irgendwo Krieger werden, aber hier ist doch keiner. Ja. Die Gamo sind alle tot. Ist gut jetzt. Verzeihung, Kumpel. Fühlst du dich jetzt besser, wo du aus der Zelle raus bist? Ja, Ulukai. Ich werde dich von nun an in meine Gebete einschließen. Könntest du mir eine Forschung... Ja, Maya, was ist denn jetzt hier mit den Gamos? Ganz bugfrei ist das Spiel einfach nicht, ne? Ich klicke mich jetzt einfach mal durch den Dialog durch, damit wir schneller vorankommen. Fühlst du dich... Ja. Könntest du mir eine... Ich verstehe nicht. Vergiss es. Auf jeden Fall. Ich hoffe, deine Suche nach... Das bezweifle ich. Es... Es war Kroax, der dich eingesperrt. Weil ich Wächter vor ihm versteckt habe, ja. Als... Warum haben die Krieger... Sie fürchten noch immer den Zorn des Jotska, dem Jod der Schamas. Feran hat alles... Also darum hatte die Öffnung... Ja, um den Kriegern zu zeigen, dass ihm nichts Böses geschieht, wenn er mein Phantasm... Könntest du mich... Das ist das Min... So. Ich hoffe, jeder konnte mitlesen. Ansonsten könnt ihr gerne pausieren. Normalerweise lasse ich die Dialoge auch ausreden, aber jetzt das hier war mir jetzt gerade einfach zu doof. Gut, dann sind wir in Muttersaar eigentlich ziemlich fertig. Entschuldigung, Kumpel. Ich habe Shamas Cap aus dem Gefängnis befreit. Wir alle haben gesehen, wie du über uns hinweggeflogen bist, Ulukai. Du wurdest wahrlich von den Jod selbst zu uns gesandt. Das war nicht mein Triumphflug, sondern der des Shamas. Ja, aber dich mit ihm zusammenzusehen, hat die Hoffnung in uns allen geweckt. Die Krieger hätten ein Problem, wenn ihr den Helidiumabbau einstellen würdet, oder? Wenn das passieren würde, wäre ihr Waffenvorrat bald erschöpft. Und sie müssten auf ältere Waffen zurückgreifen, die mit der Zeit ebenfalls schwächer würden. Könntest du alle davon überzeugen, das für mich zu tun? Ich denke, wir können das für dich tun, Ulukai. Ich werde es allen sagen. Danke, Ashkar. Du musst die Prophezeiung erfüllen und alle Mons finden, Ulukai. Nur dann werden wir wirklich frei sein. Warte hier. Ich werde mich mit den anderen Talanern besprechen. Dann fehlt ja nur noch Oka und Okazanka, ne? Oka und Talansa. Die Mons. Krass. Ashka, erzähl mir etwas Positives. Die Arbeit in den Minen wurde eingestellt. Oh Gott sei Dank, Ashkar. Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Es bedeutet, dass alle Waffen der Krieger sehr schwach werden. Und dass die Krieger zurückkehren und uns umkehren werden, wenn du versagen solltest. Aber wir glauben an dich. Alles klar, Papi. Besser so, im Interesse unserer beider Welten. Beider Welten? Vergiss es. Ich erzähl dir ein andermal davon. Danke, Ashkar. Was ist Buggy? Kommen, Cutter! Slate hier, ich höre Sie. Ich hab ihn! Also schon wieder in Schwierigkeiten, Wolf. Ich wusste gar nicht, dass Sie sich Sorgen um mich machen. Hier ist jemand, der mit Ihnen sprechen muss. Und Slate, diesmal helfe ich Ihnen und Sie haben keine Chance, mich davon abzubringen. Ich verstehe nicht. Ulukai? Zokrem, bist du das? Bitte, Ulukai. Mein Sohn und ein paar andere Wächter wurden von Feran gefangen genommen. Du musst sie retten. Wo sind sie? Wir glauben,
Sie gingen zum Darosham in Okasankar, um umgekehrt zu werden. Okay, Zokrim, ich werde versuchen, das zu verhindern. Du musst dich beeilen, Ulukai. Jan ist mein einziger noch lebender Sohn. Keine Sorge, ich bring dir deinen Sohn zurück. Aber kannst du mir dafür einen kleinen Gefallen tun, Zokrim? Was immer du willst, Ulukai. Du musst Marion beschützen und sie aus Schwierigkeiten raushalten. Tust du das bitte? Wir sollten genug Seil zum Fesseln haben, Ulukai. Das gefällt mir, Zokrim, und wäre mir eine große Hilfe. Slade, was glauben Sie, was Sie... Ich habe Sie gewarnt, Wolf. Slade, Ende. Hoffentlich bin ich weit weg, wenn Sie sie losbinden. Zugriff auf Notepad erfolgt. Das ging jetzt doch rascher als gedacht. Ja, ja, genau, das sind so Sachen, manchmal passiert das leider. Wie gesagt, ich kann ja nur die Folge von... Oder wohl, du warst letzte Woche ja auch noch dabei, aber du hast es nicht genau gesehen im Stream, meinst du, ne? Wie das Tronhaar weggesegelt ist. Kann ich dir nur die heutige Folge mal empfehlen. Das hat auch so geil, wie dieses Tronhaar dann auf einmal dann wegschwebt. Eigentlich wollte ich jetzt mal kurz mit Ashka den Dialog erschöpfen. Wo laufen die jetzt alle hin? Achso, die gehen wieder zurück zu ihrer Arbeit. Hast du mal eine Sekunde? Danke für deine Hilfe. Ich werde für dich beten, Ulukai. Weißt du, wie es um die Nahrungsreserven von Feran steht? Da sowohl die Nahrungsmittellieferungen aus Okasankar als auch die aus Shamasar eingestellt wurden, haben die Krieger keine Vorräte mehr. Feran muss vor Wut außer sich sein. Wie sieht's mit den Waffen der Krieger aus? Seit Mutasar die Helidiumlieferungen eingestellt hat, sind ihre Waffen immer schwächer geworden. Wie steht es um die Moral der Krieger? Seit Talansar die Zahlung von Steuerzorkins eingestellt hat, bekommen auch die Krieger keine Zorkins mehr. Einer nach dem anderen desertiert. Fremdes Material geortet. Das heißt, wir haben eins der beiden Hauptziele erfolgreich beendet. So, wir sehen hier komplett alles auf Null runtergefahren. Verstärkung, Widerstandsfähigkeit und Feuerkraft. Nebenmissionen sind wir bei 92%, Hauptmission bei 86%. Ich sag ja, es geht mit großen Schritten aufs Ende zu. So, jetzt das Darosham. Gut, dass wir da... Nee, achso. Wo habe ich denn das Viereck hingelegt? Das Viereck liegt in Talansar, ne? Richtig? Nee. Wo ist mein Viereck? Vorübergehende Fehlfunktion. Mögliche ionische Störung. Vorübergehende Fehlfunktion. Mögliche ionische Störung. Wenn das so ist, dann gehen wir doch hinten durch. Nehmen wir die Abkürzung bei Shamasar. Nach Okasankar. Gut, die Leute jetzt hier ausbreiten. Die Wächter gehen jetzt hier wieder trainieren. War ja auch ganz schön zu sehen. Huch. Was nochmal dieser Feuerstoß da gerade war. Na, verdammt! Kann sein, dass nächste Woche vielleicht keine Aufnahmen kommen. Das weiß ich gerade noch nicht. Oder wenn, werde ich wahrscheinlich ein bisschen schlecht laut sein, weil ich am Montag ganze 5 Nächte habe, was mir eigentlich deutlich zu viel ist, aber manchmal muss es halt sein. Deswegen sieht es für den Hitwoch auf jeden Fall noch sehr fragwürdig aus nächste Woche.
Allerdings, an Donnerstag hier Outcast würde ich ganz gerne weitermachen. Wenn wir jetzt nicht heute 5 kommen. Ja, heute durchkommen wir nicht. Oh, die 5? Fremde Vegetation geortet. Was heißt oh, die 5? Habe ich in dieses Viereck hingelegt? Ach so, 5 Tage. 5 Tage. Ja, ja. Entschuldigung. Boah, siehst du. Gott, ich bin auch schon. Ach, hier, bestimmt bei Oka, ne? Ja, ja. Oh! Johnny! Johnny! Es muss irgendwo da hinten stehen. Laut Karte. Da! Da sehen wir es unter Wasser. Allerdings unerreichbar für uns, weil da überall Sangeta, Sanektar rumschwimmen. Da ist Johnny, unser treues von Haar, gelandet. Krieger. Entschuldigung. Ich hoffe, wir haben jetzt noch keinen umgebracht. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht mehr, ob das Time-Best ist oder nicht. Oder wie. Aber. Keinen Schritt weiter, Ulukai! Du musst Truax sein. Ich habe einige sehr unschöne Dinge über dich gehört. Lege deine Waffen nieder! Wie heißt das Zauberwort, Kumpel? Siehst du, Croax? Und du hattest Sorge, er würde sich ranschleichen. Hallo, Commander! Nein, das heißt jetzt Ukulele, oder? So, wo zum Teufel sind die Wächter? Ach ja, die. Wo sind nur meine Manieren? Wollen Sie Ihre Wächter medium oder gut durch? Mehr kann ich leider nicht bieten. Ich bin kein so guter Koch. Sie mieser Bastard. Mein Held, bevor Sie übermütig werden, darf ich Sie daran erinnern, dass die anderen da drinnen das Feuer erwartet? Legen Sie die Waffe nieder, oder ich lege noch mehr Kohlen auf den Grill. Auch wenn ich meine Waffen niederlege, sie werden ja doch sterben. Nein, danke. Ich kümmere mich lieber gleich um sie. Dann also auf ihre Art, Uhu. Croax, bitte kehre ihn um, während ich mich um brennendere Angelegenheiten kümmere. Es wird Zeit. Krieger, Nektar Ulukai! Das ist aber nicht nett hier. Auch die Starken sehen, wir haben inzwischen keine Chance mehr. Allerdings Croax ist ein Problem. Aber auch kein wirkliches. Die Jods waren diesen Mond mit dir, Ulukai. Beim nächsten Mal wird ein Phantasma mir gehören. Du gehst nirgendwo hin, Freundchen. Ach nein, das sehe ich anders. Du Schweinehund, aber keine Sorge. Ich werde dich wiederfinden. Liebste Talana von allen. Jan! Okay, dann war es doch nicht mehr hier, ist Zeit. Dann ist nur die andere Darosha-Mission, wo wir Leute retten müssen. Time-based. Verzeihung, Kumpel. Jan, bist du in Ordnung? Wo ist Xu? Er ist nicht hier. Ist er nicht? Wie konnte er entkommen? Bitte, Ulukai, ich weiß es nicht.
Wo sind die anderen Wächter, die zusammen mit dir gefangen genommen wurden? Sie waren... Tut mir leid, Jan, lass uns von hier verschwinden, in Ordnung? Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Mein Vater? Sag meinem Vater... Was soll ich ihm sagen, Jan? Nichts. Ich habe ihm nichts zu sagen. Und jetzt geh, Ulukai. Jan, was ist los? Verschwinde! Verstehst du mich? Lass mich in Ruhe! Jan, was ist los mit dir? Ich bin der Typ, der dir gerade deinen Hintern gerettet hat. Du erinnerst dich? Ja, lass mich jetzt allein. Ach, Jan, du dummer Junge. Kannst du mal jetzt wieder zur Nymphe kommen? Ich dachte eigentlich, das würde den Spieler hier seinen Kopf waschen, aber... Anscheinend hat es nicht ausgereicht, seine Freunde. Direkte Mende bei lebendigem Leib verbrennen zu sehen. Um dem Guten den Kopf zu waschen. Metall geortet. So, auf jeden Fall brauchen wir jetzt hier keinen Teleporter mehr. Snödale, ich würde jetzt erstmal nach Shamasa gehen und uns ein neues von Ra besorgen. Dann würde ich nach Talan sein, die Stadt. Um dort die hohe Stadt und die Kaserne zu erledigen. Wo ist denn nochmal der Ausstieg aus dem Wasser? Brennende Vegetation geortet. Wo ich jetzt hier einfach oben runterspringe. Ich meine, der müsste auch unbedingt sein, ne? Da ist die Treppe. Oh. Ah, hier ist noch eine Karte drin. Lass mich. Und zwar sind wir hier hinten, da wo die... Nee, warte, was ist das Dorf? Waren die Gamor? Da oben, ne? Irgendwo hier gibt es nämlich so eine wilde Herde von Haas. Meine ich zumindest. Aber man hat sie direkt beim... Stabile organische Energie geortet. Ich meine mich zu erinnern, als wir aus Ransa hierin gestartet sind. War noch an dem Teich von Haas um uns. Huch. Da stehen da welche, genau. Instabile organische Energie geortet. Hallo. Und diese. Eins von denen. Können wir jetzt hier mit einem unserer GUIs dann ist es nicht.
Metall geortet. Oder was kauft der Gui? Problem ist auch, dass an den GUIs nichts dran steht, deswegen weiß ich nicht genau, welches es ist. Ja. Da ging's. Da ist es. Ja, wie gesehen, irgendwo gibt es halt noch eins, aber